Ah, dann hol mal halt keine Werbeproben. Ja, ihr findet das lustig. Dass ich jetzt wieder ein mit dem Laden hier. Offenbar nicht. Ja. Super. Wie lange wartet man jetzt? Ja. Ich glaube, der hängt. Ich glaube, ich muss mal relocken. Ja, mach ich. So, ich mach mal bis hier. So, ihr seht gleich wieder was. Moment. Okay. Dann schauen wir jetzt mal rein, was wir für Dinge holen, machen sollen. Holen, bringen, tun. Aber immerhin gibt es die Mission hier, das finde ich ja schon mal sehr gut. Kann ich auch für die eine Dingsmission machen? Nee, das geht nicht. Für die auch nicht. Jetzt mache ich mal alle. Jetzt hat hier. Ah, okay. Das ist jetzt was anderes. Wir müssen einen bekannten Piraten, bla bla bla, Fraktion, ermorden. Ja, okay, das mache ich jetzt schnell. Nicht, dass die Mission auch wieder verschwindet. Okay. Okay, und hier hätten wir noch eine Mission im gleichen System. Den bekannten Piraten ermorden, Sois. Ist aber Bedrohungsstufe 8. Ist vielleicht ein bisschen zu schwierig. Verwenden Sie einen Aufklärungsscanner, um die Quelle des Ortes zu sehen. Das ist eine Wing-Miss. Oh, stimmt, du hast recht. Oha. Okay. Dann lieber nicht. Gut, dass du es sagst. Ich war echt am Überlegen, so, oh, machen wir mal wieder was Doofes. Aber das ist vielleicht zu doof dann. Vor allem, wenn wir jetzt gerade die Mission, die andere Mission haben. Ja, man muss gut aufpassen, was man da auf dem Bildschirm hat, sonst kann es böse enden. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich guck mal kurz, ob wir. Haben wir. Wir haben Frachtkapazität. Aber er hat jetzt gar nicht gemeckert. Ich dachte, im anderen Schiff wären Drohnen gewesen. Was hat er mit denen jetzt gemacht? Vielleicht waren auch keine Drohnen drin. Wahrscheinlich waren da keine Drohnen drin. Es wurde nur irgendwie angezeigt wegen Anzeigefehler oder so. Was mache ich jetzt gerade? Ach ja. Ich wollte eigentlich bloß gucken, ob wir unseren Piloten dabei haben. Ja, gut. Dann holen wir uns mal den Bösen. Oh Mann, kämpfen.
Und ich habe immer noch einen Kopf. Ach ja, richtig. Wir waren ja berüchtigt und konnten das nicht abgeben. Wir sind nicht mehr berüchtigt, aber jetzt bin ich wieder irgendwo. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ach, ja. Hoffentlich begegnen wir keinem Kopfgeldjäger. Dann müssen wir uns rausquatschen. Für 7000 lohnt sich das aber auch nicht. Für den Kopfgeldjäger meine ich. Meine Güte, das Schiff ist viel zu wendig. Jetzt wieder die ganze Zeit diese großen Dinger geflogen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Dahin, okay. Bulgarimadi. Könnte ich mal hier wieder so machen. Oh, wir können sogar reingucken. Bulgarien? Ja, fast. Ich glaube, hier ist der, den wir suchen. Hier in diesem Bereich. Da müsste der sein. Da setze ich jetzt mal den Marker hin. Ah, geht nicht, schade. So. Bringen wir da einfach mal hin. Leuchten da noch ein bisschen in den. Hui. Oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich kann jetzt cool vorbeisliden. Ach ja. Und da reinleuchten, aber die Geschwindigkeit unterschätzt. Nichts passiert. Stell dir vor, du machst da gerade einen Spaziergang im Park. Da klatscht von oben einfach so ein Raumschiff dagegen. Und da sitzt da so ein Typ drin, so. Warte. Hallo. Kuckuck. Ich wollte nur mal gucken, mit meinen Klubschaugen. Hallo. Ja. Nein. Lass mich raus hier. So. Wir haben es schon entdeckt. Das Missionsziel. Wo ist das Missionsziel? Ich dachte, wir haben es entdeckt. Haben wir es doch nicht entdeckt, ja? Ich glaube, wir haben es doch nicht entdeckt. Oder fliegt er hier rum? Ah, wahrscheinlich eher nicht. Wir scannen mal die Dings hier. Die Navigationsbrücke. Haben wir überhaupt die Waffen richtig kopiert?
Jetzt sollte man schon, wie der Typ eigentlich heißt, den wir da erledigen müssen. Scandaten. Führungskraft-Case. In den Logbüchern haben wir die gesuchten Informationen. Achso. Huch. Was hat der denn gemacht? So, sehr dicht jetzt. Will. Was hat er denn für Probleme? Sag mal. Ach, er ist das Missionsziel. Meine Güte. Beruhig dich mal. Deine Förderlands da. So. Haben wir ihn schon? Fast. Was war das jetzt für eine Warnung? Systembehörden? Oh nein! Wieso? Nein, Mann! Alles klar! Idioten! Lass mich doch in Ruhe! Das gibt's doch nicht! Vielleicht hätte ich die Raketen nicht schießen sollen. Er hat mich gefunden, ja! Die anderen haben mich gerade auch gefunden. Okay, oh, komm, hör auf zu schießen, blöder Jäger. Der Jäger sammelt uns gerade Kopfgeld, das ist ja bescheuert. Super. Meistens kommen die Missionsziele zu einem. Das haben wir gemerkt, ja. Toll, jetzt sind wir hier gesucht. Ach Mann. Bloß weil die in meine Raketen reinfliegen. Ey, okay. Schön. Die Jungs, jüngsten Erfolge haben wir befreundet. Okay, das ist ja schön. Mission erfolgreich. Ah, dann fliegen wir mal zurück. Eieiei. Super. Wir brauchen mal Interstellar-Faktors bei Gelegenheit, um unsere Malheure zu bereinigen. Da fliegen die einfach in meine Raketen rein. Sollte sein Kopfgeld loswerden. Meinst du? Hm. Vielleicht. Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt dann Pirat. Einfach so, wenn wir jetzt schon Kopfgeld haben. Komm. Werden wir einfach Pirat. Oh, hier sind wir auch gesucht. Das ist ja schlecht. Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber nicht überall. Nur auf ein paar Carriern. Sind wir da, wo wir hinwollen, auch gesucht? Natürlich. Okay, gibt es hier eventuell Interstellar Faktors? Das wäre schön. Vielleicht hier zum Beispiel. Nein. Oder hier. Wobei, es hilft uns nichts, wenn das eine Station ist, wo wir gesucht werden. Da können wir das dann nicht machen.
bin ich bald der Gejagte. Aha, hier. Vielleicht bringen wir das Kopfgeld schnell weg. Also werden wir das Kopfgeld los, meine ich. Schauen wir noch kurz mal rein, wo wir das hier loswerden können. Hier nicht. Hier. Wir sind ja jetzt nicht berüchtigt, hoffe ich. So viel haben wir jetzt ja nicht angestellt. Nee, das ist immer nicht auch. Ich will nämlich nicht wieder ins Gefängnis und dann muss ich wieder hierher fliegen. Berüchtigt kriegst du, wenn du jemanden umbringst. Ja, was weiß ich, was der Jäger gemacht hat. Der hat ja dann auf einmal auch alle angegriffen. Nachdem die dann feindlich waren. Hätte sein können, dass er noch so eine Seitwinder zerplatscht oder so. Aus Versehen. Weil er meint, oh, boah, hier sind überall Ziele. Mal draufschießen. Der hat halt einen von den Guten getroffen. Ja, nicht der Jäger. Ich glaube, das waren meine Raketen, die das verursacht haben. Sonst bist du bald der Gejagte. Vom Jäger zum Gejagten. Kennt man ja. Ganz klassisch. Achso, ich war zu weit weg. Kommt immer ein dickerer Fisch, der den Fisch frisst. Aber nur wenn der Fisch Kopfgeld hat. Auf seinen Fischkopf. Interstellar Faktors. Ich würde gerne mein 1 Kopfgeld entsorgen. 500 Credits, okay. Wegen 500 Credits sind wir jetzt hierher gekommen. Naja. So, dann sind wir wieder sauber. Sehr schön. Was war das hier? Söldner einrichten. Nichts, okay. Ja gut, dann können wir wieder zurückfliegen. Genau. Gut, dass hier gleich so ein System in der Nähe war. Da muss ich hin. Aktiviert.
Irgendwie haben wir es gerade mit dem Kopfgeld, ne? Gestern ja auch. Ganz harmlos aus dem Fenster geguckt und schon lauter aggressive Leute muss. Muss wahrscheinlich am Wetter liegen. Ich bin echt gespannt, was wir für einen Rang bekommen. Beziehungsweise Imperium ist gesunken. Ist so das? Wegen der kleinen Schießerei gerade? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ich habe eine Mission für die gemacht und dann sind sie sauer auf mich, weil ich dabei ein bisschen Kollateralschäden anrichte. Nehmen es ja sehr genau und ich bin wieder zu schnell. Dein Ruf ist das Wichtige, der ist immer noch 100%. Ja, wahrscheinlich, weil wir mehrere Beförderungen hätten haben können. Machst du kaputt, wenn du sie angreifst. Ich habe sie nicht angegriffen. Die standen halt zwischen mir und dem Ziel. Das ist was anderes. Ich habe sie nicht angegriffen. Ich habe sie nur getroffen dabei. Ja, die Raketen. Gut, ich sehe es ein. Wir müssen mit den Raketen vorsichtiger sein. Das nächste Mal schießen wir aus nächster Nähe. Ich muss deinen Raketen Manieren beibringen. Was habe ich denn davon, wenn die mit Besteck essen? Und fliegen die auch nicht besser geradeaus, wenn sie mit Messer und Gabel essen können. Am Ende bleiben die dann alle vom Ziel stehen und sagen, nach ihnen bitteschön. Nein, nach ihnen. Ich bestehe darauf, nach ihnen. Das Ziel fliegt weg und die Raketen stehen immer noch da. Nach ihnen, nein. Explodieren sie ruhig zuerst. Nein, bitte. Hast du tolle Manieren bei den Raketen, aber treffen trotzdem nichts. Oder nicht das Richtige? So, erstmal das Kopfgeld. Können wir hier bestimmt einlösen? Ah, sehr schön. 400.000 und jetzt unsere Mission. Na, schauen wir mal. Was nehmen wir? Die Biotech-Leiter, oder? Falls wir mal über eine Mauer klettern müssen oder so, wäre so eine
Biotech-Leiter bestimmt nicht schlecht. So, wir sind. Oh, wir sind. Wir sind Leibeigner? Also da bleibe ich lieber Fremder, sorry. Was sollte das? Leibeigner? Ich will kein Leibeigner sein. Was soll denn das bitte? Leibeigner. Und dann auch noch 84%, das heißt, wir können nicht mal direkt weiter stufen. Stufig. Umstufen. Flickst. Die funktionieren aber nur bei Biomauern. Hier hast du da so einen Komposthaufen-Ding. Die Biomauern. Ja. Okay, wir müssen unbedingt, wir müssen das ändern. Ich will kein Leibeigener sein. Wir müssen jetzt Ränge machen bei Imperium. Aber das ist ja egal, für welche Fraktion ich jetzt mache, ne? Ich kann ja jetzt bestimmt hier auch für die Fraktion machen. Und dann, wow. Die haben ja wieder eine Auswahl hier. Wieso haben die denn nur Teammissionen immer? Okay, machen wir alle. Das andere sind wieder Kurieraufträge. Ach nee, schau mal hier. Kurierauftrag. Nach Kolonia. Ach so. Das ist mir etwas zu weit gerade. Hier sollten wir Einheiten besorgen. Ah, das ist alles ein bisschen weit. Biomüll liefern. Da wäre die Bioleiter nicht schlecht, wahrscheinlich. Wieso willst du nur eine Imperiumsfraktion aus? Weil das hier, das ist diese Spielerfraktion, die würde ich dann gleichzeitig unterstützen. Biomüll 99 Dinge liefern. Das ist... Nein, ich bin nicht kompliziert. Ihr versteht mich nun nicht. Frachtbiomüll, einzigartig, 99. Wir wollten ja ESO-Missionen machen, so Liefermissionen. Bedrohungsstufe 7. Nach Natrop Orbital. Jetzt ist die Frage, ist Natrop Orbital eine kleine Station? Kann ich das irgendwo gucken? Oder ist das eine große Station? Ja, ist recht, wir verstehen dich nicht. Ist Natra Orbital? Was ist das? Kann ich gucken? Ich kann nicht gucken. Okay, warte. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass ich hier nicht gucken kann, ob das. Ob ich da hinpasse mit dem Frachter, falls wir den großen Frachter benutzen wollen würden. Inara, ne? Könnte man machen. Komm, wir gucken mal auf Inara. Was Natrop Orbital ist. Da dürft ihr auch mitgucken, bin schön. Die ja keine Geheimnisse hier haben. So, wo finde ich das hier? Da, so. Wonach suchst du? Nach Natrop Orbital? Ach, ich spreche es auch falsch an, es aus, es heißt Northrop. Das ist fast wie mit der Floppe. Und zwar hier in Ukrastrim. Lebt das? Hat große Landeplattform. Sehr schön. Das ist so eine Ring-Dingsbums. Dann fliegen wir dahin. Gibt da 2 bis 3 Systeme, da kannst du den Imperium lang pushen. Ach so, einen schnellen Weg. Nee. Nee, wir machen das hier. Und wir nehmen diese Mission an. So. Die Waren hole ich jetzt nicht ab. Weil wir holen jetzt unseren Frachter hierher. Mhm.
34 Minuten. So. Und während er hierher kommt, können wir eine andere Mission machen. Okay, da haben sie immer noch nichts Besseres. Wir könnten so eine Kuriermission machen. Wobei die nicht so geil sind. Muss ich leider sagen. Die Daten werden auf dem Computer gespeichert und nehmen keinen Frachtraum ein. Dithmar Orbital aus Posten. 2, das geht. Das können wir fast machen. Bedrohungsstufe 8. Da ranken wir bestimmt weiter schneller auf, oder? Wenn wir eine höhere Bedrohungsstufe haben. So, das wäre der normale langsame Weg. Achso, man kann den überall machen. Ja. Ich mach mal das hier. Bedrohungsstufe 8. Das ist genau unsere Kragenweite. So, für zwischendrin. Dann fliegt man da mal eben eine Kuriermission. Habe ich schon ewig nicht gemacht, muss ich sagen. Ich mach dann halt am Anfang eigentlich. So, hier hin. Achso, und gleich eine. Achso, ja. Beförderung, Leibeigener, toll. Ich will kein Leibeigener sein. Ich hoffe, der nächste Rang klingt besser. Wie weit du aufsteigst, hängt von der Rufbelohnung ab. Ah, da habe ich gar nicht geguckt. Aber die wird schon passen. Föderationsrang habe ich auch nebenbei gemacht, nur den Imperiumsrang habe ich gegrindet. Kann man ja auch machen. Wenn man es schnell machen will. Aber im Moment habe ich noch Spaß dran, deswegen machen wir das so. Ich habe einige Piratenmissionen gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und plötzlich war ich Admiral und König. Du weißt ja, wir werden Imperator und Präsident. Das ist ja unser Ziel. Imperationspräsident. Kurierauftrag, Lieferbonus. Wenn ich es innerhalb von einer Stunde mache. Boah, sollte ja machbar sein, ne? Wo müssen wir denn hin? Die Station wird hier angezeigt? Doch. Daran, dass viele Missionen aus einem bestimmten Piraten bestanden und 5 Rufe machten. Okay. Die Missionen bestanden aus einem Piraten. Aus einem. Wie darf man sich das vorstellen? Hat der. War der so verteilt und man hat da eine Hand aufgesammelt, da einen Fuß, da das Bein, da den Kopf, oder wie? Aus einem Piraten hat sie...
Ja, so ich mach. Ich weiß. Bin gespannt, warum unsere Mission so gefährlich sein soll. Habe ich das System jetzt schon gescannt gehabt? Was sind denn das für Manieren, sag mal? Jetzt spammt der Mod hier rum, was soll denn das? Du bist doch da, um das zu verhindern, nicht um das zu machen. Kann ich mich eigentlich selbst bannen? Moment. Ja, aber ich entbanne dich dann nicht, ne? Also wenn du das machst. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist witzig. Bring mal deinen Mod bei mir rein. Nein, das hilft mir auch nicht, wenn der Andreas mit Messer und Gabel essen kann. Dann, ja. Kannst du nicht? Oh. Kannst du dich selbst, aber dann kannst du mit dir selber wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Du kannst dich mal selber timeouten und so. Wenn du dich selber bannen würdest, wäre das ein Paradoxon. Nicht. Ah, wir schießen wieder über das Ziel hinaus. So. Das Schiff ist so wackelig. Das liegt nicht an mir. Ups. Man muss dieses Schiff so fliegen. Was? Sag mal. Ist aber gut. So, hier bitte schön eure eure Daten. Doch, wollen sie schon haben. Hier. Einfluss wollen. Ne, wir wollen Ruf. Gell? Ja. Sehr schön. Und dann. Was gibt's hier so für Fraktionis? Imperium, Imperium. Was haben die denn für Missionen, wenn wir schon mal hier sind? Weil ich glaube, wir müssen bei Kuriermissionen müssen wir nicht wieder zurückfliegen. Ein Datenlink infiltrieren. Die wäre relativ gut und wäre gar nicht so weit. Wir haben ja Zeit, bis unser Frachter da ist. Dann machen wir doch das. Im Tutu-System. Und wir würden richtig viel Ruf kommen hier. System Tutu. Ja, das ist doch ein Hinweis, oder? Tu. Tu das. Mach mal jetzt. Die
Die meisten Missionen geben Ruf sowohl als ein... andersrum. Die meisten Missionen geben sowohl Ruf als auch Einfluss. Dann werden wir ein einflussreicher Imperator, mit dem man gut rufen kann, ne? Oder der gut rufen kann. Ich weiß nicht, was davon der Fall ist dann. Da steht dann die Handynummer im Internet. Datenlink-Scanner habe ich, glaube ich, in der Waffengruppe haben. Ja. Brav. Bereit zum Sprung. 4, 3, 2, 1. Wobei ich an diesen Missionen auch schon mal gescheitert bin. Weil ich glaube, die war damals verbuggt. Aber bin gespannt, ob es diesmal klappt. Weil die manchmal nicht ausgelöst werden, wenn du den Datenlink von den Einrichtungen oder von dem Megaschiff oder was auch immer du da scannen sollst, wenn du ihn scannst, dann klappt das manchmal nicht. Die Mission wird nicht aktualisiert. Aber vielleicht haben sie es inzwischen auch gepatcht. Oder vielleicht hast du das falsch gemacht. Nein. Nein. Ich habe genau das gleiche dann nochmal gemacht. Vor kurzem erst sogar. Weil ich noch im Hinterkopf hatte, dass ich diese Mission nochmal machen wollte. Weil ich herausfinden wollte, wie die funktioniert. Und die hat genauso funktioniert, wie ich es gemacht habe. Es hat nur damals nicht funktioniert. Der Humaport. Ey. Hier gibt es den Humaport. Schön. Aber den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen das hier, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Genau, den Surveyor. Surveyor. Freedom Class Surveyor. Ist ein Megaschiff, genau. Dann schauen wir da mal hin. Sehr nah. Ne, ist sehr weit. Ist mittel entfernt. Hattest du zwei Missionen für dieselbe Stelle? Ne, ich glaube nicht. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, nein. Weil jetzt kann ich den Datenlink-Scanner nicht gleich auswählen, weil der im Super Cruise nicht angezeigt wird. Machen wir dann vor Ort. Denn die würden nur nacheinander funktionieren. Ach so, man kann nicht stacken. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich da mehrere auf einmal angenommen habe.
So wie ich mich kenne, wollte ich da erstmal nur eine machen, um zu gucken, wie das genau funktioniert. Und die hat schon nicht funktioniert. Gibt's hier im System eigentlich? Ja, wir haben noch Zeit. Gibt's noch spannende Sachen? Oh, jede Menge. Oh, es gibt sogar eine freie Luftwelt. Im Tutu-System. Könnte man noch mitnehmen dann vielleicht. Das scheint irgendein Bergbauarbeiterschiff zu sein, wenn es hier an so einem Ring rumhängt. Ach nee, ist da ein Planeten. Der Ring ist weiter hinten. Huch, wie nah sind die denn beieinander? Kann man auf dem landen? Da kann man drauf landen, oder? Boah, wie cool das aussehen muss von dem einen Planeten, wenn du hochguckst. Das machen wir gleich noch. Aber erst die Mission. Dann landen wir auf dem einen Planeten und gucken auf den anderen Planeten. Schauen, auf welchem landen wir denn. Der hier ist hübscher, glaube ich, als der hier. Der ist nicht so spannend. Aber wenn wir von dem da auf den da gucken, sehen wir wahrscheinlich nicht viel. Also wir müssen von dem da auf den da runter gucken. Weil der hier besser angeleuchtet wird von der Sonne. Müssen wir nachher auf dem oberen landen. So, aber jetzt erstmal hier. Die Mission geht natürlich vor. Aufklärungsschiff ist das. Oh, das sieht cool aus. Wo ist er genau hier? So, aber noch nicht. Wollen wir mal, wo der Datenleak ist. Ich habe ihn gesehen. Schiffsloch Uplink. Ach, gleich hier hinten. Ich mach das mal heimlich. Weil ich nicht weiß, ob die da was dagegen haben oder so. Ja, ja. Ich nicht. Oh, toll. Greifen mich an. Das ist unfreundlich. Ja. Oi, 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 oi. Hätte ich mal die. Wieso können die mich sehen? War doch unsichtbar. Hör auf. Spring jetzt mal. Meine Güte. Boah. Aggressiv sind die aber. Was jagt uns denn hier, was so schnell ist und so viel Masse hat? Ah, jetzt.
Mann, das war ja nervig. Okay, aber die Mission hat funktioniert. Flugoperationenplan haben wir gekriegt. Oh, das hat auch funktioniert. Er will uns irgendwas sagen, aber die Nachricht ist nicht durchgekommen, wahrscheinlich wegen dem Feuer. Also wegen dem Beschuss. Genau. Mission hat aber geklappt. Wenn du in ein anderes System springst, dann beeinflusst die störende Masse, der störende Masseeffekt dein FSA nicht. Was? Okay, aber ich wollte ja nicht in ein anderes System. Ich wollte ja hier noch. Auf diesem Planeten. Auf irgendeinen von denen hier. Mehr Energie auf die Schilde. Juhu, umsonst tanken. Ist mir ein Vergnügen, noch einen Sultan der Langsamkeit kennenzulernen. Hallo Finn, danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Willkommen. So, wir landen jetzt hier mal und gucken auf den anderen Planeten. Sieht bestimmt cool aus. Ich hoffe. Wir müssen nur auf der richtigen Seite landen, weil wir sonst... Warte mal. Schilde aktiv. Kurz gucken. Wenn wir hier den sehen, dann, wir sehen jetzt genau dazwischen, dann muss ich hier eine kleine Schleife fliegen. Ich will auf der... Warte, wenn wir auf der Nachtseite landen, sieht es bestimmt noch cooler aus. Versuchen wir hier auf der Nachtseite zu landen oder so am Rand. In der Dämmerungsseite. Halt. Ja, so. Irgendwie so. Da so müsste gehen. Vorsichtig. So, und dann fliegen wir einfach im Kreis. Damit wir hier nicht zu steil runterkommen. Wobei, so müsste das eigentlich ganz gut passen. Oder auch nicht. Meine Orientierung ist sehr gut. Ich glaube, das wisst ihr. Okay. Ah, da, doch. Geht. Wenn ich hier runterkomme, geht's. Seit ein paar Tagen auch in Game und nach YouTube-Videos jetzt an Missionen machen und noch bei der Sidewinder. Ah ja, okay. Ja, ohne YouTube-Videos ist es schwierig, das Spiel. Das stimmt leider. Aber dann schön, schön, dass du da bist. Willkommen im Spiel und willkommen hier im Zuschauer. Im Zuschauerfall. Da kannst du dich auf ganz viel tolle Erlebnisse freuen, wenn du gerade erst angefangen hast. So, was haben wir denn hier? 0,0 G geht. Landen wir mal. Wir sehen den Planeten jetzt, oder? Wir sehen... Da! Nee, das ist unser Schiff. Hä? Sehen wir doch nicht? Okay, warte. Ich lande jetzt einfach mal und steige aus und dann gucken wir. Muss doch sein. Muss doch zu sehen sein. Oh. Falsche Taste gedrückt gerade. Geeignetes Terrain. Ist doch alles platt.
ist doch alles flach wie ein Pfannkuchen. Jetzt geht's. So. Einmal aussteigen und gucken. Vielleicht machen wir einen Forschungsanzug. Ja, stimmt, alle Anfang ist schwierig. Aber langsam wird es, überlege mir, die MK4 für mich zu holen dann. Oh nein, wir sehen nur die dunkle Seite. Ich wollte aber die helle Seite sehen. Hm, aber der Nebel sieht geil aus dann. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Ja, welche MK4 meinst du denn? Die Cobra MK4? Oder die Viper? Ah, okay. Also die Cobra ist auf jeden Fall ein gutes Schiff für den Anfang. Alles klar, Mr. Dadas. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ja, auch hier ist jetzt nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe, hier die Aussicht. Dann würde ich sagen, wir fliegen einfach mal wieder. Und geben unsere Mission ab. Cobra MK4 bekommen aber nur die Beta-Spieler von 2014, glaubst du? Cobra, jupp, genau. Zum Weitermachen, weil die echt wirklich Allrounder-Fähigkeit haben. Ja, stimmt. Also mit der Cobra kannst du schon sehr viel machen. Und die ist vor allem schnell. So, gut, wir haben unsere Mission erledigt. Dann springen wir mal zurück. Machen wir hier mit Filter, das ist angenehmer. So. Achso, wir sollten vielleicht das System hier auswählen. Sonst wird das nix. Wir müssen, glaube ich, wir müssen zwei Sprünge machen. Na, na. Gute. Jetzt. Mal lassen wir die Schilde einfach an bei so einer Mission. Hat ja nichts gebracht, sich da verstecken zu wollen. Wir waren offenbar zu leicht zu entdecken. Weißt du schon, was du machen willst dann mit der Cobra? Also welche Aktionen? Was Interessantes in dem System. Zwei Planeten. Noch ein Stern. Sieht aber nicht so spannend aus hier. Helium, Atmosphäre. Und gleich weiter. Oder gibt's hier? Warte. Signalquellen gibt's hier keine.
Wobei, wir könnten schnell abscannen. Dann haben wir die... die zwei Planeten noch. Noch mitgescannt. Dachte mir so, Explorer-Kurier und Frachtaufträge. Hab noch vor Krampf echt Schiss. Ja, aber ist doch cool. Man kann ja auch... man kann sich ja auch einfach durchhandeln. Muss ja nicht kämpfen, zum Glück. Was immer einem halt Spaß macht. So. Dann haben wir hier die 100% von dem System. Das hatten wir ja schon gescannt. Werde ich mir jetzt sparen. Oh, ja, 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 ich zoome. Benutzt die Filter aber zu wenig. Da müssen wir hin. Dann geben wir hier die Mission ab. Unser Frachter ist leider immer noch nicht angekommen bei der anderen Station. Oh nein. Ich hoffe, der kommt noch an. Naja. Wohl nicht. Meine Tochter ist gerade aufgewacht. Muss ich gleich mal schauen, ob ich die Mission wenigstens noch machen darf mit der Fracht. Der Ersatzwert ist zurzeit bei meiner Seitwelle noch bei 229 Credits. Ach, das ist ja schön. Das kann man ja quasi in bar zahlen. Stellst du der Versicherung einfach so einen Blumenkorb hin und dann hast du dein Schiff wieder.